Von Tormod angeführte Laguz-Krieger schließen sich den geflohenen Gefangenen an und Daeins Armee wird größer und größer. Ihre Lage wird durch Siege bei Tal Rega und an anderen entscheidenden Orten gestärkt. Die Armee reitet durch das Land und befreit die Gefangenen aus Benions Lagern. Der Zustrom erfahrener Soldaten lässt die Reihen Daeins wachsen. Und die Kämpfer warten auf den Tag der Rückeroberung der Hauptstadt. Wie ein Fieber packt der Konflikt die ganze Nation. Ehe dieses Fieber abklingt, steht eine lange Nacht bevor. Alle Augen richten sich auf Daeins Hauptstadt, in der die Befreiung beginnen soll. Alle sind überzeugt, dass es ein langer, blutiger Marsch wird. Perfect.